Mitten im Meer liegt eine sehr kleine Insel. Darauf steht ein winziges Haus mit rotem Dach und grünen Fensterläden. Dort wohnt das Sandmännchen. Am Tag sind die Läden geschlossen, damit es drinnen ganz dunkel ist. Das Sandmännchen muss sich dann ausruhen, weil es abends so viel zu tun hat mit den Kindern, die nicht einschlafen können. Oder nicht wollen. Das Häuschen hat nur ein einziges Zimmer. Darin stehen ein Bett und ein Herd, ein Tisch und ein Stuhl, ein Küchenschrank und eine Kommode. Unter der Decke hängt eine gelbe Öllampe. Und auf dem Fußboden liegt ein bunter Flickenteppich. Neben der Tür ist die Ablage für den Sack, den das Sandmännchen jeden Abend mit auf die Reise nimmt. Außerdem steht da ein Eimer mit Schaufel. Um die ganze Insel herum zieht sich nämlich ein breiter Strand mit dem herrlichsten Sand. Fein und weiß wie Puderzucker. Gerade richtig für die Augen der Kinder, die nicht einschlafen können. Oder nicht wollen. Das Sandmännchen schaufelt den Sand am Strand in den Eimer und zu Hause aus dem Eimer in den Sack. Es sorgt auch immer für den nötigen Vorrat. Es könnte ja schließlich mal regnen und nasser Sand lässt sich schlecht streuen. Bei Tag schaukelt in der größten Bucht der sehr kleinen Insel ein Segelboot an einem hölzernen Steg und wartet darauf, dass es Abend wird. Dann kommt das Sandmännchen mit seinem Sack aus dem Haus, steigt in das Boot, löst die Leine und segelt davon. Über das Meer zu den Kindern, die nicht einschlafen können. Oder nicht wollen. Natürlich erlebt das Sandmännchen auf seiner Reise viele Geschichten. Ich hoffe, du hast Lust, sie zu hören. Eines Abends begegnete dem Sandmännchen auf dem Meer ein Piratenschiff. Man erkannte es gleich an der Fahne und an den wilden Gesellen, die sich über die Reling lehnten und mit ihren Kopftüchern und ihren Schlapphüten winkten. Hey, Sandmännchen! Der Kapitän war der wildeste von allen. Hey, Sandmännchen! Komm rauf auf mein Schiff! Und zwar schnell! Wir brauchen sofort deine Hilfe! Eine Strickleiter wurde herabgelassen und das Sandmännchen kletterte an Bord. Natürlich erst, nachdem es sein Segelboot unten festgemacht hatte. Der Kapitän packte es am Arm und schleifte es die Treppe hinunter in seine Kajüte. Hier geht's lang. Auf dem Fußboden saß ein kleines Mädchen und spielte mit Pistolen und Kanonenkugeln, Säbeln und Entermessern, Augenklappen und Holzbeinen und allem, was die großen Piraten so brauchen. Das ist meine Tochter Isabella. Du meine Güte, was hat sie für schreckliche Spielzeug? Schrecklich? Dieses Spielzeug ist herrlich. Mit
Lampe geschossen. Und getroffen natürlich. Was für ein wildes Kind. Solche Kinder treffe ich wirklich nur sehr selten. Na und? Ich will doch Piratin werden. Und genauso berühmt wie mein Vater. Hey, Pip, Pap! Bloß dauert mir das viel zu lange. War sie schon immer so? Seit sie greifen und krabbeln kann. Sie ist tatsächlich wilder als meine Männer. Sogar wilder als ich. Und sie gibt unsere Sachen einfach nicht her. Als ich sie ihr wegnehmen wollte, hat sie mit der Pistole durchs Fenster geschossen und mit einem Säbel mein Bettzeug zerfetzt. Und das hast du dir einfach gefallen lassen? Was soll ich denn machen? Sie ist völlig verdreht. Sie hat seit 3 Tagen nicht eine einzige Minute geschlafen. Keiner kriegt mich ins Bett. Isabella sprang auf, nahm eins von den Holzbeinen in beide Hände und schlug damit auf den Tisch. Bang, 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 das ist das Holzbein von Onkel Johnny. Mal sehen, was eher kaputt geht, das Bein oder der Tisch. Boing, boing, Sandmensch, kannst du mich bitte endlich was tun? Das Sandmännchen nickte, so schnell es konnte, öffnete es seinen Sack, holte eine Handvoll Sand heraus und blies sie dem Mädchen genau in die Augen. Isabella knurrte, aber dann musste sie gähnen. Ihr Kopf nickte nach vorn und die Augen fielen ihr zu. Na, endlich. Wer sagt's denn? Ich danke dir, Sandmännchen. Das hast du wirklich großartig gemacht. Der Piratenkapitän nahm seine Tochter, warf sie sich über die Schulter und trug sie in ihre Koje. Männchen aber kletterte eilig von Bord und segelte weiter. Der Mond wies ihm den Weg. Genau da, wo es beabsichtigt hatte, erreichte es das Land. Schnell sprang es ans Ufer und machte sein Boot fest. Vor ihm lag der Wald. Das Sandmännchen musste hinein und hindurch. Zwischen den hohen Tannen war es sehr dunkel. Nur hier und da fiel ein Mondstrahl durch die dichten Zweige auf den schmalen Weg. Aber das Sandmännchen hatte keine Angst. Es war schon oft hierher gegangen und nie hatte ihm jemand etwas zuleide getan. Es pfiff vergnügt vor sich hin. Ja, im Wald, da sind die Räuber. Halli, hallo, die Räuber. Genau, genau dieses Lied pfiff das Sandmännchen vergnügt vor sich hin. Es dachte sich nichts dabei. Aber diesmal war im Wald tatsächlich ein Räuber. Einer, der an diesem Abend noch nicht das kleinste Stückchen Beute gemacht hatte. Sein Räubersack war schlapp und leer. Ganz verdrießlich saß er auf einem Baumstumpf und hörte das Sandmännchen pfeifen. Nanu, wer ist das denn? Wer geht denn da durch meinen Wald? Wer pfeift da mein Lied? Der Räuber stand auf, versteckte sich hinter einer Tanne und sah dem Sandmännchen neugierig entgegen. Was für ein mickriges Kerlchen. Reicht mir ja höchstens bis zum Bauchnabel. Und trotzdem, das ist doch... Was hat denn das Kerlchen für einen schweren Sack auf dem Rücken? Der
kleine Kollege hat wohl eine fette Beute gemacht. Ja, ich werde ihm gleich mal Hallo sagen. Hallo, Kleiner! Was machst du um diese Zeit mitten im Wald? Siehst du doch, ich laufe einfach hindurch. Und wo willst du hin? Durch den Wald in die Welt, zu den Kindern, die nicht einschlafen können oder nicht wollen. Mit diesem ziemlich schwer aussehenden Sack auf dem Rücken? Ohne den Sack kann ich nichts anfangen. Bitte, halt mich nicht auf und lass mich vorbei. Erst will ich wissen, was du drin hast in diesem Sack. Sand habe ich da drin. Feinen weißen Sand. Sand. So. Dummes Zeug. Das kannst du sonst wem erzählen, aber mir nicht. Ich bin sicher, du willst deine Beute in Sicherheit bringen. Was ist es denn? Gold oder Silber? Nur Sand. Das habe ich doch schon gesagt. Harte Taler? Oder knisternde Geldscheine? Vielleicht auch kostbarer Schmuck? Ringe und Ketten und Uhren. Sand! Lass mich endlich vorbei. Das könnte dir so passen. Ha! Zuerst wird geteilt. Mach deinen Sack auf und gib mir die Hälfte von allem, was da drin ist. Was sollte das Sandmännchen tun? Es überlegte nicht lange, nahm seinen Sack und machte ihn auf. Doch ehe der Räuber mit gierigen Händen zupacken konnte, griff es selbst schnell hinein und streute ihm ein bisschen Sand in die Augen. Warum bin ich denn plötzlich so müde? Meine Arme und Beine sind schwer wie Blei. Ich glaube, ich muss mich setzen. Nein, lieber legen. Schon sank der Räuber zu Boden, streckte sich aus und schlief ein. Gleich darauf begann er zu schnarchen. Zufrieden nahm das Sandmännchen seinen Sack und zog weiter. Bald erreichte es die ersten Häuser der Stadt. Das Sandmännchen ging auf dem schnellsten Weg zum Haus der kleinen Hanna. Da wurde es dringend gebraucht. Hanna fütterte nämlich immer noch ihre Kuscheltiere. Sie hatte sehr viele und alle waren schrecklich hungrig. Obwohl Mama schon ein paar Mal gesagt hatte, jetzt ist aber Schluss, Hanna. Musste Hanna ihren Lieblingen unbedingt noch etwas zu essen geben. So, für den Hasen koche ich Möhrensuppe. Und für den Hund brate ich eine Wurst. Dem Frosch mache ich Nudeln mit Fliegensoße. Und der Ente einen bunten Salat. Puh, das ist ja wirklich viel Arbeit. Warte, Teddy, du kriegst gleich ein Honigbrot. Und du, braves Schwein, ein Stück Apfeltorte. Boah, das braucht Zeit, bis alle Mäuler gestopft sind. Reg dich nicht auf, Affe. Hier ist dein Bananenbrei. Und du, Katze, bekommst wie immer ein Schüsselchen Sahne. Wieder machte Mama die Tür auf. Und diesmal sah sie ziemlich ärgerlich aus. Jetzt ist aber Schluss, Hanna. Wie oft soll ich dir das noch sagen? Ja, gleich, Mama. Ich muss nur noch die Eule füttern und das Schaf und die Maus und die Schlange. Na gut. Aber nach der Schlange, da ist endgültig Schluss. Ja, endgültig Schluss. Als Mama nach 5 Minuten wieder hereinschaute, hatten die Kuscheltiere alles aufgegessen und saßen in einer langen Reihe nebeneinander. Hanna stand vor ihnen. Hanna, hast du vergessen, was wir ausgemacht haben? Nein, hab ich nicht. Du wolltest nur noch die Schlange füttern und danach sollte Schluss sein. Tut mir wirklich leid, aber jetzt wollen meine Tiere unbedingt singen. Sie sind doch kein bisschen müde. Ich weiß wirklich nicht, wie ich sie ins Bett bekommen soll. Du solltest das Sandmännchen rufen. Meinst du wirklich?
Na, probieren kann ich ja. Sandmännchen. Hey, Sandmännchen. Sandmännchen. Das Sandmännchen hatte die ganze Zeit hinterm Vorhang gestanden und kopfschüttelnd zugehört. Jetzt ließ es sich nicht lange bitten. Es griff in den Sack und versorgte alle Kuscheltiere schleunigst mit Sand. Ja, Hanna natürlich auch. Die rieb sich gleich gähnend die Augen. Und dann kroch sie gähnend ins Bett. Nur den Teddybär nahm sie mit. Das Sandmännchen drückte sich leise hinaus. Es musste ins Haus nebenan. Nein, eigentlich nur in den Garten. Im Garten saß der kleine Tim ganz allein an einem langen Tisch unter vielen bunten Papierlaternen, in denen die Kerzen langsam herunterbrannten. Um den Tisch standen viele Stühle. Zwei waren umgefallen. Auf dem Tisch gab es eine Menge abgegessene Teller und leer getrunkene Gläser. Mittendrin eine große Schüssel mit einem Rest Kartoffelsalat und auf einer Platte ein verschrumpeltes Würstchen. Der kleine Tim hatte bis eben seinen Geburtstag gefeiert. Nun waren die Gäste fort. Leider. Tim hätte am liebsten die ganze Nacht weitergefeiert. Das Fest war herrlich gewesen. Alle hatten für ihn gesungen. Zum Geburtstag, lieber Tim. Zum Geburtstag, viel Glück. Alle hatten ihm gratuliert. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, lieber Tim. Alle hatten ihm etwas Schönes geschenkt. Guck mal, Papa, ein Polizeiauto mit Sirene. Und ein Farbkasten. Boah, ein Märchenbuch. Oh, super, ein T-Shirt mit Kapuze. Die Kuchen und Waffeln und Plätzchen, die Mama gebacken hatte, waren sehr lecker gewesen. Der Kartoffelsalat und die Würstchen beim Abendbrot auch. Und die Spiele erst. Zwischen Kuchen und Kartoffelsalat hatten sie gespielt und gespielt. Verstecken und Fangen und Sackhüpfen und Eierlaufen und Schatzsuche. Und sie waren nicht müde geworden davon. Tim war auch jetzt noch nicht müde. Er wollte nicht, dass alles vorbei war. Er wollte sich noch an seinen Geschenken freuen, obwohl er die kaum mehr erkennen konnte. Er wollte noch mit seinen Freunden spielen, obwohl die längst zu Hause waren. Und auf gar keinen Fall wollte Tim ins Bett. Als Mama und Papa ihn riefen, »Timmy, es ist höchste Zeit!« »Dein Bett wartet auf dich!« hörte er einfach nicht hin. Ein kühler Windhauch strich durch den Garten. Und in der ersten Papierlaterne erlosch die Kerze. Tim fröstelte. Er zog die Füße auf den Stuhl und schlang beide Arme um die Beine. Als ihm nicht warm wurde, stand er auf und holte das Polizeiauto von seinem Geburtstagstisch. Mit den Fingerspitzen fand er den richtigen Knopf. Tim setzte sich wieder und ließ das Auto über den Tisch fahren. Ein paar Mal, hin und her. Nach einer Weile kamen seine Eltern und stellten das Geschirr zusammen. Jetzt ist endgültig Schluss, Tim. Du kannst morgen weiterspielen. Weißt du eigentlich, wie spät es ist? Keine Ahnung. Jedenfalls bin ich kein bisschen müde. Ich will draußen bleiben, bis alle Kerzen aus sind. Das Sandmännchen hatte die ganze Zeit im Gebüsch gesessen und alles gehört. Jetzt lachte es leise. Das wollen wir doch mal sehen. Es öffnete schnell seinen Sack, nahm ein wenig Sand heraus und blies ihn zum Tisch hinüber.
Tim gähnte und legte den Kopf auf den Tisch. Mama und Papa mussten ihn nur noch ins warme Bett tragen. Das Sandmännchen sah ihnen zufrieden nach. Als sie im Haus verschwunden waren, schlüpfte es durchs Gartentor auf die Straße, wanderte an den Häusern vorbei und hinaus aus der Stadt. Die Lichter der Stadt blieben allmählich zurück. Das Sandmännchen wanderte durch Wiesen und Felder. Alles war still. Nur ganz in der Ferne schrie manchmal ein Käuzchen. Und dann schrie da noch etwas. Ebenfalls ganz in der Ferne. Was ist das nur? Ja, was denn nur? Das Sandmännchen blieb stehen und horchte. Schrie da ein Kind? Ein sehr kleines Kind? Um diese Zeit? Das Sandmännchen ging weiter. Und je weiter es ging, umso klarer wurde ihm, dass da wirklich ein Kind schrie. Und außerdem, dass da jemand sang. Es dauerte nicht lange, da sah das Sandmännchen jemand neben einem großen Besen am Wegesrand sitzen. Das war die Hexe Jelena. Die hielt ihre kleine Tochter Juline auf dem Schoß und war ziemlich verzweifelt. Juline schrie nämlich aus Leibeskräften und ließ sich durch nichts beruhigen. Auch nicht durch das Lied ihrer Mama. Schlaf, mein liebes Hexenkind, Mama reitet mit dem Wind auf dem Besen durch die Nacht. Was dich sicher hält, dich sagt, trägt und winkt nicht leis und blind. Schlaf, mein liebes Hexenkind. Das Sandmännchen war stehen geblieben und hörte zu. Das Lied ging zu Ende, aber das Geschrei hörte nicht auf. Hallo, Jelena, was ist los mit euch beiden? Mit mir ist alles in Ordnung, aber Juline, sie schreit und macht mich verrückt. Wo wollt ihr denn auch hin, so spät in der Nacht? Ich will zum Hexentanz auf dem Blocksberg. Oh. Juline wollte unbedingt mit, aber unterwegs gefiel es ihr auf dem Besen nicht mehr. Sie schrie so laut, dass ich fast gegen den Kirchturm geritten wäre. Ich bin also schleunigst gelandet. Doch nicht mal meine Liebe hat geholfen. Vielleicht versuche ich es nochmal mit einer Strophe. Liebes Hexenkind, schlaf ein, träum mein schönes Träumelein. Träum von Donner, Blitz und Sturm, träum von Schlange, Schneck und Wurm, träum von Frosch und Krötenbein. Liebes Hexenkind, schlaf ein. Ich glaube, Juline gefällt dieses Schlaflied nicht. Ach, hätte ich diese Juline doch bloß zu Hause gelassen. Sie hat schließlich 2 Omas und 7 Tanten. Die hätten gerne auf sie aufgepasst. Ich glaube, ich bringe sie wieder zurück. Auf den Besen? Ja klar, wie denn sonst? Allerdings, wenn Juline so brüllt, geht das sicher nicht gut. Dann lass mich mal machen, Jelena. Das Sandmännchen fasste in seinen Sack und streute Juline ganz vorsichtig ein bisschen Sand in die Augen. Da war sie still und schlief ein. Jelena strahlte. Sofort sprang sie auf, band sich ihr Kind mit einem Tuch vor die Brust. Juhu! Und hüpfte auf ihren Besen. Sandmännchen, das
Das hast du prima gemacht. Ja. Soll ich dich dafür ein Stück mitnehmen? Da sage ich natürlich nicht nein. Am liebsten bis zum Schloss des Königs. Juhu! Da sind wir im Nu. Das Schloss des Königs liegt genau auf meinem Weg zum Blocksberg. Schnell stieg das Sandmännchen hinter Jelena auf den Besen. Mit der einen Hand hielt es seinen Sack, mit der anderen Hand hielt es sich selbst fest. Und schon ging es hinauf, höher und höher, mit dem Wind durch die Wolken, zum Schloss des Königs. Juhu! Juhu! Auch oben im Schloss wurde das Sandmännchen dringend gebraucht. Die kleine Prinzessin wollte nämlich nicht in ihr Himmelbett. Sie hatte sich schon die Zähne geputzt und ihr seidenes Nachthemd angezogen, aber zum Schlafen gehen hatte sie gar keine Lust. Die Kinderfrau, die der Prinzessin am Tag fast alle Wünsche erfüllt hatte, war ganz erschöpft. Und ein bisschen böse obendrein. Majestätchen muss jetzt ins Bett. Der Tag war lang genug. Ich will zuerst noch ein Bilderbuch angucken. Das von der Maus, die viel mutiger war als die Katze. Majestätchen hat heute Abend schon 3 Bilderbücher angeguckt. Ich würde sagen, das reicht. Nein, das reicht noch längst nicht. Und das Buch von der mutigen Maus war sowieso nicht dabei. Das Buch von der mutigen Maus kann Majestätchen morgen früh als erstes angucken. Ich lege es eher auf den Nachttisch. Können wir nicht noch was basteln? Nur was ganz Kleines. Nur ein Papierschiffchen oder 2 oder 3. Heute wird nicht mehr gebastelt. Auch nicht das kleinste Papierschiffchen. Dann bring mir noch was zu trinken. Ich habe schrecklichen Durst. Hier steht ein Krug Saft, Majestätchen. Und daneben ein Glas. So, jetzt will ich meine Locken noch bürsten. Und ich will lieber ein anderes Nachthemd anziehen. Und auf alle Fälle will ich noch das Lied der Spieldose hören. Also meinetwegen das Lied der Spieldose. Aber nur noch den Anfang. Jetzt ist es genug, Majestätchen. Jetzt husch ins Himmelbett. Nein, noch nicht. Mir fällt da was Schreckliches ein. Ich habe ganz vergessen, meine 2 Goldhamster zu füttern. Ich habe sie eben gefüttert. Alle beide sind satt bis an die Ohren. Majestätchen muss jetzt ins Bett. Nein, nein, ich bin überhaupt noch nicht müde. Da war es die Kinderfrau leid. Sie ging und holte den König. Die Prinzessin war sehr erfreut. Hallo Papa, schön, dass du kommst. Was sollen wir spielen? Aber, mein Kind, um diese Zeit wird nicht mehr gespielt. Wir können auch eine Kissenschlacht machen. Oder du trägst mich Huckepack. Oder du liest mir noch eine Geschichte vor. Oder du kitzelst mich, so wie gestern. Auch nur ein kleines bisschen. Nichts da. Jetzt geht es ins Bett. Nein, nein, nein! Die Prinzessin schlug Purzelbäume von einer Wand bis zur anderen. Und wieder zurück. Der König und die Kinderfrau sahen ihr kopfschüttelnd zu. Sie wussten beide nicht weiter. Was machen wir nur, meine Liebe? Ich bin ganz und gar ratlos, Majestät. Aber das kann doch nicht immer so weitergehen. Nein, natürlich nicht. Majestät, da müsste wohl jemand ein Machtwort sprechen. Nein! Nein! Ein Machtwort? Ach was! Ein Machtwort war gar nicht nötig. Das Sandmännchen, das die ganze Zeit hinter dem Vorhang gestanden und heimlich zugehört hatte, öffnete nämlich schnell seinen Sack und pustete eine große Portion Sand ins Zimmer. Da schlug die Prinzessin den nächsten Purzelbaum direkt in ihr Himmelbett. Ah, wie ist es schön kuschelig unter meiner schönen seidenen Decke. Und schlief auf der Stelle ein. Sehen Sie nur, Majestät. Sieht sie nicht aus wie ein Engel? Ja, meine Liebe. Ich kann es tatsächlich kaum glauben. Der König und die Kinderfrau knipsten die Nachttischlampe aus und zogen sich auf 10 Zehenspitzen zurück. Leise, ganz leise,
schlüpfte das Sandmännchen mit ihnen zur Tür hinaus. Das Sandmännchen drückte sich durch das schwere Portal und lief die geschwungene Freitreppe hinab in den Schlosshof. Oh Schreck! Da hatten sich ziemlich viele Gespenster versammelt. Bestimmt ein Dutzend oder noch mehr. Ihre weißen Kleider schimmerten im Mondlicht und wehten im Nachtwind. Als die Gespenster das Sandmännchen sahen, schwebten sie näher und versperrten ihm den Weg. Sie fassten sich an den Händen und tanzten um es herum. Lass mich durch, ihr weißen Gesellen. Gib mir den Weg frei. Zuerst spiel mit uns. Zuerst tanz mit uns. Zuerst stell deinen Sack ab und gib uns die Hand. Spiel mit uns. Tanz mit uns. Sing mit uns. Wir kennen ein schönes Lied. Ich habe aber gar keine Zeit. Ich muss zu den Kindern, die nicht einschlafen können oder nicht wollen. Verlass doch die Kinder. Das macht gar nichts, wenn sie noch wach sind. Niemand schlafen um diese Zeit. Wir spielen und tanzen und singen. Wir kennen ein schönes Lied. Die Gespenster machten einen großen Kreis und drängten das Sandmännchen in die Mitte. Bald schwebten sie näher, bald entfernten sie sich. Aber immer hielten sie sich fest an den Händen. Und nie ließen sie das Sandmännchen hindurch. Ab und zu kam eins von ihnen mit in den Kreis, fasste das Sandmännchen an den Schultern und drehte es um sich selbst, dass ihm Hören und Sehen verging. Mir ist schon ganz schwindelig. Das kommst du dir nur ein. Lass mich raus aus dem Kreis. Ich muss weiter. Nein, hier bleiben musst du. Bei uns. Wir spielen und tanzen und singen. Tanzen mit uns im Mondenschein. Hoch den Arm und hoch das Bein. Unseren Kreis entkommst du nicht. Dreh dich, kleiner Wicht. Unermüdlich. Unaufhörlich, ohne die kleinste Pause, drehten sich die Gespenster im Kreis. Dem Sandmännchen war klar, dass sie es freiwillig nicht gehen lassen würden. Es wartete also, bis sich seine Tanzgesellen ein Stückchen entfernt hatten. Dann griff es blitzschnell in seinen Sack und blies zwei Hände voll Sand in die Runde. Gleich hatte der Tanz ein Ende. Die Gespenster verstummten und sanken zu Boden. Eins nach dem anderen. Im Kreis. Seufzend schliefen sie ein. Wie lange sie schliefen? Ja, das weiß niemand zu sagen. Vielleicht nur diese eine Nacht. Vielleicht auch zwei Wochen. Vielleicht sogar 300 Jahre. Für Gespenster spielt die Zeit keine Rolle. Und das Sandmännchen machte sich auch gar keine Gedanken. Es war froh, dass es endlich vorbeikam, nahm seinen Sack und zog weiter. Bald darauf spähte das Sandmännchen in ein Kinderzimmer. Da konnten gleich zwei nicht schlafen. Ein kleiner Junge und ein noch viel kleinerer Hund. Der Junge hieß Moritz, der Hund hieß Max. Moritz hatte Max erst gestern zum Geburtstag bekommen. Und Max musste noch schrecklich viel lernen. Zum Beispiel, dass er auf keinen Fall zu Moritz ins Bett durfte. Papa wollte es nicht. Und Mama erst recht nicht. Hunde gehören nicht ins Bett. Sie haben schmutzige Pfoten und überhaupt allerhand Schmutz im Fell. Davon kannst du krank werden. Und schließlich können wir Max nicht jeden Tag baden.
Max muss lernen, dass er nicht in dein Bett darf. Immerhin hat er ein sehr gemütliches Körbchen. Aber er ist doch noch so klein. Er ist ja fast noch ein Baby. Trotzdem darf er nicht in dein Bett. Niemals und unter gar keinen Umständen. Je eher er das lernt, umso besser. Ein für allemal, Moritz. Wenn der Hund nicht in seinem Körbchen bleibt, dann muss er raus aus dem Kinderzimmer und in der Diele schlafen. Tja, wenn Mama und Papa solche Töne anschlugen, war alles Bitten vergeblich. Moritz hatte also genickt und Max hatte die Ohren hängen lassen. Dann waren sie zusammen in den sonnigen Garten gerannt und hatten gespielt. Sie hatten sich auf dem Rasen gewälzt und im Sandkasten gebuddelt. Moritz hatte einen Tennisball geworfen und Max hatte ihn wiedergeholt. Es war sehr lustig gewesen für beide. Jetzt war es finstere Nacht. Max lag in seinem Körbchen und Moritz in seinem Bett. Aber Max winselte. Und Moritz hielt sich die Ohren zu. Schlafen konnten sie beide nicht. Das war schließlich kein Wunder. Max, kannst du nicht endlich still sein? Bitte! Der kleine Hund verstand nicht, was Moritz sagte. Oder er wollte es nicht verstehen. Als das Winseln nichts nützte, stand er auf und kroch auf dem Bauch über den Teppich. Dann richtete er sich auf, legte seine Vorderpfoten auf die Bettkante und wedelte bittend mit dem Schwanz. Es geht nicht, Max. Du darfst nicht zu mir ins Bett. Max winselte und wedelte weiter. Er wäre bestimmt ins Bett gesprungen, wenn er gekonnt hätte. Aber seine Beine waren zu kurz. Er hoffte, dass Moritz ihn hochheben würde. Nein, das mache ich nicht, Max. Das gibt Ärger. Moritz stand auf, nahm den Hund auf den Arm und trug ihn ins Körbchen zurück. Es geht nicht anders. Wenn du bei mir im Kinderzimmer bleiben willst, darfst du nicht in mein Bett. Das musst du einfach begreifen. Wirklich legte sich Max platt in sein Körbchen. Er blieb auch drin, als Moritz wieder ins Bett schlüpfte. Doch das Begreifen fiel ihm nicht leicht. Er winselte weiter. Und Moritz hielt sich weiter die Ohren zu. An Schlafen war nicht zu denken. Dem Sandmännchen taten Max und Moritz sehr leid. Es musste ihnen unbedingt helfen. Also griff es schleunigst in seinen Sack und blies eine kleine Wolke Sand ins Zimmer. Genug für den Jungen und auch für den Hund. Bald schliefen sie alle beide. Als Mama und Papa noch einmal ins Kinderzimmer kamen, waren sie sehr erfreut. Das Sandmännchen schmunzelte, nahm seinen Sack und verließ zufrieden das Haus. Nicht lange danach kam das Sandmännchen an einen Bauernhof. Da war alles dunkel. Hinter keinem Fenster brannte ein Licht. Der Bauer schlief, die Bäuerin auch und die Kinder erst recht. Die Tiere genauso. Wirklich alle Tiere? Das Sandmännchen hatte gerade leise vorbeischleichen wollen. Nun horchte es auf und blieb stehen. Da war doch ein Hahn. Na sowas. War es etwa schon morgen? Das Sandmännchen blickte zum Himmel. Nein, groß und rund stand der Mond zwischen den Sternen.
Wieso krähte der Hahn? Warum schlief er nicht? Wo war er überhaupt? Das Sandmännchen schüttelte den Kopf und ging weiter. Es ging am Zaun entlang, an der Wiese vorbei, am Gemüsegarten, an den Milchkannen, geradewegs auf das Haus zu. Und plötzlich sah es den Hahn. Er stand im Mondschein auf dem Misthaufen und reckte den Hals. Er hörte gar nicht mehr auf. So schnell es konnte, lief das Sandmännchen hin. Sch, was fällt dir ein? Bist du verrückt geworden? Du kannst doch nicht um diese Zeit krähen. Kikriki, warum soll ich nur morgens krähen? Kikriki, ich habe eine herrliche Stimme. Nachts klingt sie besonders gut. Du wächst ja alle anderen auf. Mach doch nichts. Mir ist es nur recht, wenn sie aufwachen. Dann können Sie mir zuhören. Je mehr Zuhörer ich habe, desto besser. Hickeriki! Nein! Hickeriki! Der Hahn krähte wieder und wieder. Und wirklich dauerte es nicht lange, da ging sein Wunsch in Erfüllung. Zuerst erwachten die Schafe, die nebenan friedlich auf der Wiese gelegen hatten, und begannen zu blöken. Gleich darauf wieherten die Pferde. Es muten die Kühe. Und grunzten die Schweine im Stall. Die Gänse rannten schnatternd über den Hof. Der Hund kam bellend aus seiner Hütte. Es war ein heilloser Lärm. Man konnte ihn meilenweit hören. So geht das nicht weiter. Das Sandmännchen überlegte nicht mehr lange, sondern öffnete schnell seinen Sack und holte, was es brauchte, heraus. Der Hahn riss gerade die Augen auf und merkte nicht, dass ihm etwas hineinflog. Er krähte noch einmal, aber mittendrin schlief er ein. Da verstummten auch die anderen Tiere und legten sich wieder zur Ruhe. Der Bauer, der drinnen im Haus aus dem Schlaf geschreckt war, dachte, er hätte geträumt und drehte sich auf die andere Seite. Endlich war alles so still, wie es um diese Zeit sein sollte. Das Sandmännchen atmete auf und ging mit schnellen Schritten davon. Sein Sack war so leicht, oh, so leicht. Nur noch ein paar Sandkörnchen waren darin. Auf die wartete der kleine Paul. Das Sandmännchen machte sich also auf den Weg zum Haus von Oma Mielchen. Die hatte ihr Enkelkind Paul zu Besuch. Einen Tag und eine Nacht. Der Tag war nun vorbei. Am Tag war alles sehr schön gewesen, aber jetzt war es spät in der Nacht. Und Paul konnte beim besten Willen nicht einschlafen. Um ihn herum war alles so fremd. Das Haus war so groß. Das Zimmer war so dunkel. Das Bett war so breit. Das Kissen roch so merkwürdig und die Uhr auf dem Nachttisch tickte so laut. Unten knarrte eine Tür und dann schlug sie zu. Kurz danach kamen Schritte die Treppe herauf. Aber niemand trat ein. Das Fenster in Pauls Zimmer stand ein wenig offen und draußen tanzte der Nachtwind durch die Blätter der Bäume. Eine Katze schrie unten im Garten und ganz hinten im Wald rief ein Käuzchen. Paul hatte keine Angst. Nein,
Warum hätte er denn auch Angst haben sollen? Aber er fühlte sich schrecklich allein. Er wollte nicht weinen, doch auf einmal liefen ihm die Tränen nur so übers Gesicht, den Hals entlang bis zu den Ohren und dann in den Schlafanzug. Gleich darauf schluchzte er. Und dann heulte er. Nicht viel leiser als eine Sirene. Er konnte einfach nicht anders. Gleich darauf ging die Tür auf und Oma Mielchen kam herein. Sie knipste die Nachttischlampe an und war ganz erschrocken. Ja, was ist denn hier los? Was hat denn mein Junge? Warum weint denn mein Schatz? Ich weine ja gar nicht. Ich konnte nur nicht. Schon gut, mein Kleiner. Du hast sicher ein bisschen Heimweh gehabt und warst ein bisschen allein. Die Uhr hat so getickt und ich konnte auch einfach nicht schlafen. Das verstehe ich, Paulchen. Komm her. Oma Mielchen schlug die Decke zurück, nahm Paul auf den Arm und setzte sich mit ihm auf die Bettkante. Dann wiegte sie ihn sacht hin und her, so, als wäre er noch ein ganz kleines Baby. Dazu summte sie ein Lied, das sie früher manchmal gesummt hatte. Weiter, Oma, nicht aufhören. Weiter. Paul heulte nicht mehr, aber er schluchzte immer noch. Und als er damit nicht aufhören konnte, griff das Sandmännchen in seinen Sack, holte das letzte bisschen Sand heraus und blies es ins Zimmer. Kaum hatte die feine Wolke Pauls Augen erreicht, da wurde das Schluchzen leiser. Schließlich hörte es ganz auf. Paul war nämlich eingeschlafen. Oma Mielchen legte ihn behutsam wieder ins Bett und deckte ihn zu. Dann ging sie leise hinaus. Schlaf gut, Paul. Gute Nacht, Oma Mielchen. Ich mache mich jetzt auf den Heimweg. Für diese Nacht hatte das Sandmännchen seine Arbeit getan. In der ersten Morgendämmerung landete es mit seinem Segelboot am hölzernen Steg in der größten Bucht der sehr kleinen Insel mitten im Meer. Es nahm seinen Sack, stieg aus und ging langsam zu seinem Häuschen. Es war jetzt müde. Ja, wirklich sehr, sehr müde. Es freute sich schon sehr auf sein Bett. Allerdings ein bisschen zu früh. Als das Sandmännchen nämlich die Tür hinter sich zugemacht hatte und den leeren Sack auf die Ablage neben der Tür warf, erschrak es. Aus dem Sack sprang etwas heraus. Etwas Kleines, Weiches, Flinkes und Leichtes. Eine Maus. Sie landete auf dem Boden, huschte über den Teppich und verschwand unter dem Bett. Das Sandmännchen lachte. Keine Angst, kleine Maus. Ich tu dir nichts. Ich vermute, du bist mit mir übers Meer gesegelt. Ja, das bin ich. Ich bin in dein Boot geschlüpft, als du bei den Kindern warst, die nicht einschlafen konnten. Oder nicht wollten. Ich bin wohl eingenickt und erst auf hoher See wieder aufgewacht. Meine Güte, was für ein Schreck! Ich bin ziemlich wasserscheu, musst du wissen. Und dein Boot hat schrecklich geschaukelt. Halb ohnmächtig bin ich in deinen Sack gekrochen und hab mich darin versteckt. Ja, jetzt bist du hier. Wie gefällt es dir in meinem Häuschen? Die Maus kam unter dem Bett hervor und guckte sich neugierig um. Sehr gut.
sehr gut. Ich finde es wirklich gemütlich. Freut mich, kleine Maus. Dann mach es dir nur bequem. Die Maus sprang auf den Tisch und strich sich mit beiden Pfoten den Bart. Kann ich ein Weilchen bei dir bleiben? Aber sicher, solange du willst. Das Sandmännchen schloss die Fensterläden und deckte den Tisch mit Brot und Butter, Käse und Milch. Dann ließen es sich beide schmecken. Nach dem Essen schlüpften sie schnell ins Bett und unter die Decke. Gute Nacht, kleine Maus. Gute Nacht, Sandmännchen. Schlaf gut und träum was Schönes. Danke, du auch. Beide kuschelten sich eng aneinander. Sie waren sehr froh, dass sie zusammen einschlafen konnten und dass sie zusammen aufwachen würden. Steigt beim ersten Abendrot in sein Kleid.